Willkommen zu Payday 2. Hier wundert euch nicht, ich bin mit ein paar Leuten im TS, die spielen Counter-Strike zusammen, deshalb werdet ihr mehr Counter-Strike als von mir hören, aber das ist ja egal. Hauptsache es ist witzig. Hauptsache es ist witzig. Ja, dabei ist ja der Martin, der Tim und der Fabian. Hallöchen. Ja. Da geht mich halt immer noch einfach weg, so ohne irgendwas. Ja. Der Fabian ist halt ein toter Mann. Wir haben, wie ihr wisst, Crimefest zur Zeit und da ist ja jetzt diese große Diskussion. Starten wir nicht, ich muss mal ein Wort machen. Diese große Diskussion darüber, ob man diese Mikrotransaktion, ob man die gutheißen soll oder nicht. Almir hat damals von Overkill gesagt, die kommen definitiv nicht, jetzt sind sie da. Ich sag mir einfach, wenn ihr sie nicht haben wollt, boykottiert es, indem ihr es nicht kauft. Ende der Diskussion. Gute Meinung. Kauft es. Wenn ihr Counter-Strike spielt, dann kennt ihr die einfach reinkaufen. Einfach alles kaufen. Sputnik-Safe kaufen. Einfach reinkaufen. Ach, man kann sich die Saves auch kaufen. Siehst du, guck mal, weißt du sogar schon mehr als ich. Ich dachte, man findet die nur bei diesem Kartendrehen. Ja, ich kenne das. Findet man ja auch. Aber du kannst sie dann ja im Markt kaufen. Ja, okay. Über den Kisten bei CSGO auch. Wenn ihr Informationen wollt über etwas, das man kaufen kann, fragt den Martin. Martin weiß das. Trotzdem hat ein CS keine Ahnung von irgendwelchen Preisen. Ja, Jungs, was machen wir jetzt? Ja, ich bin mit CS am Start. Okay, wie es aussieht. Komm auch gleich. Ich muss einmal Page machen gleich. Wir spielen den neuen Auftrag Aftershock. Wir sind in LA, das nach einem Erdbeben verwüstet wurde. Und jetzt müssen wir die Tresore von Vlad holen. So. Der Mann setzt Prioritäten. Erst Tresore, dann die Stadt. So, es gibt ein Achievement 400 Bucks, but I've got a fucking knife. Da gehe ich jetzt zuerst hin. Da war eine Waffe, die 3 Euro hat. Da kommt fucking drin vor. Ist hier unten irgendwas? Nein, hier unten ist nix. Okay, dann fangen wir mal oben an. Oh, gut, so da ist fucking drin. Oh Gott. Hat das schon wieder? Habt ihr das heute Abend schon wieder gehabt? Na, ich komme die Leiter nicht hoch. Ja, gab's schon wieder. So, ja, der Update ist gerade täglich irgendwie. Ja, ist ja Crimefest zur Zeit, da kommt jeden Tag jetzt was raus. Okay, beide sind oben. Ihr seht da hinten den anderen. Ich sehe aber gar nicht. Sind bis jetzt eigentlich alle Sachen durchgegangen, weil die Community musste ja immer so Sachen schaffen. Ja, die Challenges sind alle durchgegangen, aber Gott sei Dank hatten sie die Twitter-Challenges rausgenommen. Ja, da hätten wir nur Max fragen müssen. Okay, hier gibt's irgendwie ein Achievement, aber dafür brauche ich einen Typen, der da hinten in der Ecke ist. Der ist nicht da, deshalb weiß ich nicht, wie ich es kriegen soll. Egal. Na, du musst da so einen Obdachlosen fesseln und dann lässt er da ein Messer fallen und dann. Rassismus? Warum Rassismus? Was hat. Ist das schmeckt? Der, er sieht den Penner ja nicht, also weiß er nicht, welche Farbe der Obdachlose hat. Ja, vielleicht schmeckt. Nein. So, lass die Typen am LKW auf jeden Fall am Leben, auch wenn sie ein bisschen sportliche Gymnastik hier machen. Die sind von Blatt und geben ein bisschen Feuerunterstützung. Oh. Ja, warte, lass mich mal kurz. Jetzt sagst du eigentlich, ja, ich muss abnehmen. Von Payday, wie lange das Ganze noch läuft, das Game? Also, wie lange noch Patches kommen und alles? Das ist angekündigt noch bis Ende nächsten Jahres. Lange. Ja. Bis dahin gibt es alles und bis dahin hat Chris Dorf alles. Welche Sprache ist denn nicht für ewig? Ich darf nach Hause, dann sagst du. Das ist gekommen, das ist nicht heute. Gucken wir uns dann mal an, wie viele Achievements der Chris Dorf hat. Ich hab nicht, glaube ich, 5 oder 6. Was? Du bist ein gelähmter Mensch, Alter. Ein gelähmter? Ey, wie kann man so viel Sachen machen? Könnten Ihnen jetzt eine Nachricht schreiben? Naja, ich sag mal so, die Gruppe, die ich hier hab, die ist nicht so gut drauf. Die ist nicht so gut drauf. Ja, die können das nicht so gut. Hier fehlen Team Achievements, Mann. Im gesamten Spiel. Hier fehlt mit Sack und Pack, mach ich bei der Grasbruch mit 6 Säcken davon. Mit 8. Dann das ist ein scheiß Achievement. In the Hobson Break, a complete heist while you and your 4-man crew are wearing one difficult historical mask on Overkill. Mindestens Overkill. Dann, cooking with style, complete the red job with you and your own 4-man crew having combined tactical vest, Vulcan miniguns, HL7 und Rocket Launcher. Ja, ich muss eigentlich Leute finden, die ich nur mit, die DLCs haben. Ja, das würden wir ja hinkriegen, sagen wir es mal. So, Swanson.
Dann fehlt dir Reputation behind Reproach. In the Breaking Ballot heißt. Martin. Es darf niemand downgehen bei dem Election Day beim Banküberfall, ne? Ja, keine Ahnung, warum Pelle so lange drauf. Dann 120 Proof Kills 120 or Man Enemies in any day in any job with you and so far Man Crew having at least 120% Crew. Alter! 120% genaue Treffergenauigkeit, ja. Das ja, Chris kann ich doch das andere, was wir gemacht haben. Ja, ja, das haben wir mit den Shotguns von Diamond gemacht. Dann heißt er the round table, complete any heist on the overkill difficult or above with 4 player using only gauge, chivalry, mask, primary weapon, melee weapon und alles bla bla bla. Und das Achievement, was du gerade angesprochen hast. Bei Chris ist Aftershock kackt, aber nein, ich denke, es ist so. Das 400. Was ist ein Aftershock? Das hat ja keiner fast, weil das neu ist. Das ist ganz neu, das gestern ist rausgekommen. Ja, Christoph gehört auch wahrscheinlich zu dem 1%, die alle Achievements haben bald. Chris ist einfach nur. Christoph, halt. Was? Er ist der Payday, mein. Let's S, Mensch. Ich darf nie Let's S, Mensch. Ich werde nix ausgezeichnet. Michael. Okay. Oh, boah, ich finde ich cool. Du sägst hier die LKWs auf und dann sagen, ja, der Bohrer ist scheiße. Ja. Dann ja, es gab auch das, also es wurde offiziell bestätigt, dass der Typ, der den Wolf darstellt, dass der gesagt hat, er steht dafür nicht mehr zur Verfügung. Und dann kam jetzt die das Gerücht auf, dass sie jetzt Wolf komplett aus der Crew streichen wollen. Also stirbt der vermutlich. Nein, nein, das haben sie aber heute definitiv gesagt, das machen sie nicht. Ja, dann wird er festgenommen oder sowas. Nee, nee, die wollen eine andere Stimme wohl für den machen. Ach so. Und der Bane, der den Bane spricht, das ist ja der Simon Bickland, der die Musik macht. Der hat ja auch schon vor längerer Zeit gesagt, dass er eigenständig arbeiten will. Und daher hieß es auch, jetzt wollen sie Bane rausnehmen, aber da haben sie heute auch gesagt, also Bane und Wolf bleiben definitiv dabei. Ja, wie kannst du? Du kannst doch nicht Bane rausnehmen. So, kleiner Trick hier, die Tresore. Es ist übrigens witzig, wenn ihr so einen kleinen Tresor auf dem Rücken rumtragt. Könnt ihr einfach hier runterschmeißen. Passiert nichts, da ist auch nichts Gefährliches drin. Da sind nur die Waffenskins vielleicht drin. Wir klauen Waffenskins. Die man mit echt Geld öffnet. Ja. fantastic. Ich glaube, es wird sich gerade mit F los, weil ich halt Payday auch mal als bei CS. Ja, bei CS. Also, was es hieß eigentlich auch, dass die Statistiken dadurch nicht verbessert werden. Jetzt habe ich heute ein Video gesehen, dass da die Statistiken wohl ein bisschen besser sind, aber mein Gott, an einer Spielweise wird nichts ändern. Ja, wenn du Stealth spielst, ist das egal, ja. Denke ich. Was wird, wenn du John Lambert spielst, dann kann ich das nicht machen. Come down here, you son of a bitch. Oh, er hat Bitch gesagt. Das heißt, Lohn einer vaginalen Verkäuferin. Der anerkannte offizielle Begriff. Alter. Oh, ich komme mit Spawn Song hier runter. Woo! Und ich falle hin. Haben wir denn hier unten einen Medic? Ne, ist oben, ne? Legt hier oben jemand einen Medic? Ja, komm, leg ich mal hier einen Medic hin. Medic Bag over here. Wir haben genug Medic da. Guck mal, kaum macht eine Tante aus Games of Thrones bei Doctor Who, nun sind alle excited auf einmal. Gut, ich sehe, die kennen den Auftrag schon ein bisschen besser. Wir bringen die Tresore schon ein bisschen weiter nach vorne. Annehmen. Haben wir doch alle. Gleich ist. Der Trick ist eigentlich auch bei den Deathwish-Aufträgen, wenn es so eine offene Fläche ist, viel in Bewegung sein, dann können die Cops sich nicht an einer Stelle sammeln. Weil die Spawns werden immer angepasst, wo die Crew gerade rumrennt. Boah. Pixel-Cloaker. Alter. Ja, ich habe eine Ausdrucksweise mir angeeignet, ne? Ja. Fast wie Max seit der Counter-Strike. Hashtag Max hat sich verändert. Ja. Hashtag Maximilian Alexander Konstantin und seine 47 Namen hat sich verändert. Ey, es hat geladen und das ist wie zu erwarten Oberfest geworden. Christoph. Ja? Was sagst du eigentlich dazu, dass
in Payday jetzt so ein also was halt wirklich viele aufregt, dass du jetzt die DLC jetzt hast und die Transaktion. Würdest du sagen, so eher, wenn es nur eins gäbe, wäre das okay? Oder würdest du sagen, so hier, ich fände es cool, wenn es nur Transaktionen gäbe, oder ich fände es cool, wenn es nur DLCs gäbe? Das ist mir vollkommen egal. Da die Transaktionen für mich sowieso, die mich überhaupt nicht interessieren, nicht mal ansatzweise, ist mir relativ egal, wie das ist. Weil was man ja jetzt mitkriegt, viele so... Ja, viele regt es auf, dass das Overkill erst gesagt hat, sie machen es definitiv nicht und dass sie es jetzt doch machen. Ja, viele geht es auch darum, sie leben so ein bisschen nach dem Motto, entweder, Alter, Gegnerteam, Fünferteam, entweder oder. Ich weiß nicht. Ich sag mal so, dein Counter-Strike hat auch keinen gestört. Jetzt habe ich mein Pistol Messer schon aufgebraucht, ne? Ja, ich habe mein Pistol Messer schon aufgebraucht. Und ich habe keine Munition mehr. Okay, unser Team sind die Otaku-Nudeln. Heißt im Umkehrschluss vermutlich Anime. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. Jetzt fragst du sie einfach so, Anime, nennt mir ein Anime, der nicht Naruto, Bleach, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Und sowas ist. Also das Mainstream und die wissen keine Antwort mehr. Boah. Das war knapp. Erst mal. Alter, das ist ein dummer Teammate. Das hab ich vorhin schon gesagt, Spaß. Aber ja, mal klar, wir haben drei Spieler bekommen. Ich dachte, wir spielen gegen die Otaku. Wow. Okay. Good luck. Okay, Team, let's do this. Just do it! Don't let your dream. Ja, Leute? Weiß ich nicht, ob unser Team Deutsch ist. Scheiße, jetzt habe ich nicht verkauft, Mann. Habe ich eine Flashbang gekauft. Und aber eine HE gekauft. Franzose. Warum nicht Franzose? Martin, es geht los. Yo, let your dream do. Hallo, hallo, hilf mir, hilf mir, Clover. Danke, Clover. Von hinten? Also, ja. Wir wurden verrückt. Oh, Martin bewegt sich. Oh Mann, ich hab den 370 gehen. So, wir brauchen 12 Tresore. Ah, Arbeitszahlungen sind immer gut. 2-2. Ja, hier kommt der Elk, wenn dann kann man die quasi von hier aus direkt da reinwerfen. Nein. Braucht eine Geisel. Alter, ich war auf der Suche. Hier sind doch irgendwo Obdachlose. Hier sind doch irgendwo Obdachlose. Ah, die sind alle weg. Fuck. So, kaufen. Können wir? Ja. Wow! Oh, ich hasse die Cloaker. Naja. Aua. Und wo wurde ich jetzt beschossen? Ach, von da. Ich bin ein bisschen geduckt hier lang. Geht doch. Ja,
Ja, Vlad übernimmt eine größere Rolle hier bei dem Crime Fest diesmal. Viel dreht sich um ihn. So, wurden beispielsweise einfach 2, 5 beschissene Masken eingeführt. Ja, alle aussehen wie er, oder was? Ja, nicht so ganz, die haben aber irgendwie alle mit ihm zu tun. Alter. Nur noch eine Medic? Ja. Sind das alles Stealth-Aufträge oder sind das... Nee, der Aftershock ist lauter only. Der was? Nur laut ist denn möglich. Einer ist lang, einer ist Toilette. Was? Einer ist Toilette? Lang weiß ich nicht, auf jeden Fall einer Toilette. Nee, beide Toilette. Erwischt. Jetzt hat nice er die da drüben hingelegt, ich glaube. Das macht Tuck eigentlich die ganze Zeit. Dann ist er gemütet. Der kann bestimmt gerade nicht reden. Kann nicht, aber im Spiel hat er gerade einmal geredet. Deswegen. Achso, im Spiel hat er geredet? Ja, kurz, ja. Okay. Hallo Fabian. Hallöchen, Puppelchen. So, jetzt hast du es quasi nur aufwarten, bis der Hubschrauber da ist. Und dann ist es ganz wichtig, wenn ihr fliehen wollt, in den LKW reinsetzen. Dann kannst du dich hinten entweder auf die Ladefläche draufsetzen oder 2 vorne in die Kabine rein. Und nicht einfach drum rumstellen, das ist wichtig. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht jetzt, ob der Polizeivorstoß jetzt nochmal endet. Zwei Minuten. Bild und so weiter könnt ihr ja. Packe ich auch wieder in die Videobeschreibung rein, welchen ich hier benutzt habe. Das ist mein voller Dodge-Bild. Ja, man kann sich überlegen, ob man den Dodge-Bild auch mit einem Geist und dem Perk-Tick von Sokol kombiniert. Dann habt ihr Stichschaden durch Rüstung durch. Ist auch ganz sexy. Müsst ihr gucken, was ihr lieber habt. Macht ja Sinn bei Cloakern wahrscheinlich. Also seitdem das da ist, mit dem Sokol-Pack siehst du sehr viel, die auch lauter Aufträge mit Schalldämpfer machen. Ja, genau, ist klar, Mr. Stallone, Hurensohn. Was kann Silvester dafür? Lass Silvester in Ruhe. Klar. Ja, bei manchen Schüssen frage ich mich aber auch, wie ich die fressen konnte, von daher alles putti. Wir Smokes sind richtig heftig. Wir sind, glaube ich, gerade in Version Update 80, glaube ich, gerade. Das heißt, in den nächsten Tagen glaub, das ändert sich das sowieso wieder. Bei Prime Fest, da kommt jeden Tag jetzt was raus. Läuft das noch? Am ersten Tag kam der größte Patch bisher raus mit 5 GB. Da haben sie ein bisschen was am Waffenbalancing geändert. Und? Was hat... Waren die da? Haben ein bisschen, keine Ahnung, die haben die Statistiken eher umgedreht, nicht mehr. Da haben sie jetzt eher so gemacht, Wert von 1, von 0 bis 100. 100 ist super toll, 0 ist super scheiße. So haben sie es jetzt eigentlich gedreht. Dass es leichter verständlich ist. Und halt die Skins, wo sich ja alle drüber aufregen. Alter. Wie? Komm, das ist ein Sniper. Er hat noch 9 Schuss. So, Schraube schon in Sicht. Nein, noch nicht. Mr. Sarkasmus-Gear. Alter, ernsthaft. Okay, er ist da. Mit seinem 8er vielleicht, ne? Rein. So, ich hoffe, jetzt passiert was. Ah! Wow! Haben wir es geschafft? Ja!
I fell. That was funny. Gut, das soll es gewesen sein. Das war dann das Achievement. Aftershock of Deathwish. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. So, kurz fürs Achievement. Da ist das Messer. Zack. Wunderbar. Nur kurze Aufnahme, um das Achievement zu zeigen.